So, jetzt möchte ich reden mit Klaus Dauderstedt. Der ist der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes. Grüße in Berlin. Guten Tag. Warum braucht es eigentlich solch eine Erhebung über die öffentlich Bediensteten und ihr Image? Wir versuchen seit vielen Jahren festzustellen, welchen Stellenwert der öffentliche Dienst in Deutschland hat. Das ist wichtig in seiner Ausgestaltung, das ist wichtig auch für die Finanzierung, das ist wichtig für die Funktionsfähigkeit des Staates in der Zukunft. So, und heute gibt es ein neues Ergebnis. Schauen wir mal ganz kurz zurück auf 2013. Da war es ein für Sie sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Mehr als das, glaube ich, 87% sagen, freundlich sei man behandelt worden. 87% sagen, dass die Mitarbeiter gut ausgebildet seien. 69% sagen, die Angelegenheiten seien sofort bearbeitet worden. Und 81% meinen, eine öffentliche Verwaltung, wie wir sie haben, ist unerlässlich. Wie sieht es 2014 aus? Das hat sich bekräftigt. Also die Mehrzahl der Bürger sieht eindeutig einen starken Staat als Vorteil an. Wir können sehen, dass die Bürger mit dem öffentlichen Dienst und seiner Leistungserbringung durch die Bank zufrieden sind. Sie halten die Dienstleistungen für effizient. Sie halten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für höflich und zuvorkommend. Und da ist das Vorurteil, das Klischee, was wir an Stammtischen und in Beamtenwitzen gerne hören, vollständig widerlegt. Vollständig widerlegt? Also es gibt gar keine Kritik mehr? Es gibt natürlich noch Kritik dort, wo der öffentliche Dienst mal eine Leistung ablehnt, wird auch die Reaktion natürlich eine etwas negativere sein. Aber der Trend in der Gesamtbewertung ist so positiv, wie wir uns das besser gar nicht vorstellen könnten. Es gibt ja immer, Sie haben gerade die Witze schon erwähnt, ich möchte gar keinen Witz zum Besten geben, um Gottes Willen, sondern es gibt ja immer diesen Vorwurf der Langsamkeit. Und dann kommen natürlich die Beispiele mit Finanzämtern sofort um die Ecke. Wir wollen jetzt gar nicht mit den verschiedenen Finanzämtern anfangen und den Wartezeiten, die dort anstehen. Ist man da schon schneller geworden? Also das hängt natürlich mit der Personalausstattung zusammen. Die Mitarbeiter selber bringen in einem hohen Maße effiziente Leistungen. Wenn die Stellen nicht vollständig besetzt sind, dann kann eine Behörde nicht so funktionieren, wie sie optimal funktionieren würde. Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass das auch ein demografisches Problem ist. Wir haben insgesamt 700.000 Stellen, die in den nächsten 15 Jahren im öffentlichen Dienst wieder zu besetzen sind. Da muss man rechtzeitig Vorsorge dafür tragen, dass der Nachwuchs auch kommt. Also klagen Sie schon ein bisschen und sagen, wir haben zu wenig Beamte, wir bräuchten mehr? Wir haben echte Defizite, gerade in Mangelberufen wie Ärzte, Ingenieure, IT-Fachleute, haben wir heute schon Schwierigkeiten, auch wegen der Bezahlungsunterschiede zwischen dem öffentlichen Dienst einerseits und der Privatwirtschaft andererseits, den Nachwuchs zu generieren, den wir benötigen. Das ist der Politik vor Augen zu führen. Da hilft uns auch so eine demoskopische Umfrage. Das heißt, Sie gehen jetzt zur Bundesregierung und sagen, wir brauchen mehr Beamte, wir müssen mehr Leute im öffentlichen Dienst haben, um die Staatsaufgaben sicherzustellen? Das tun wir schon seit geraumer Zeit. Das wird nur durch diese Untersuchung jetzt noch besser unterlegt. Wir haben etwas bessere Munition im Rohr, wenn wir mit der Politik verhandeln und wenn wir auch in Tarifverhandlungen gehen, was die Bezahlung angeht. Herr Dauderstedt, ich sage Ihnen sehr herzlichen Dank für die Informationen zur neuen Studie 2014 über die Beamtenzufriedenheit in Deutschland. Gerne. Auf Wiederhören.